Sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich heute aus dem Europäischen Parlament und wünsche Ihnen einen wunderschönen Jubiläumstag. Ich habe vor ungefähr 4 Jahren Hippo Röhe über Friedhelm Röse kennengelernt und war öfters mit dem SPD-Kreisverband vor Ort und werde aber auch regelmäßig über den von Matthias Schwetasch gegründeten Freundeskreises informiert und schätze Ihre Arbeit und das tolle Projekt vor Ort. 2013 war ich während meines damaligen Bundestagswahlkampfes zusammen mit dem Sozialminister von Sachsen-Anhalt auch bei Hippo Röhe zu Besuch. Leider kann ich zur heutigen Jubiläumsfeier nicht zu Ihnen kommen, aber deswegen habe ich das Angebot von Matthias sehr gerne angenommen, Ihnen dieses kleine Grußwort in Form dieses Films zu schicken. Ich wünsche zunächst einmal allen Bewohnern einen erfolgreichen und guten Aufenthalt mit den wirklich einzigartigen Möglichkeiten, die Ihnen bei Hippo Röhe geboten werden. Zum anderen möchte ich allen Haupt- und Ehrenamtlichen, die weit mehr als über ihre tägliche Arbeit sich engagieren, ganz herzlich dafür danken. Und ich wünsche viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung von Hippo Röhe. Ich freue mich, dass Reinhard Rauschning, der für die SPD in den Landtag von Sachsen-Anhalt möchte, das Projekt von Beginn an kennt. Und sollte er es tatsächlich in den Landtag schaffen, könnte er ein wichtiger Fürsprecher für die kommenden Jahre werden. Danken möchte ich insbesondere auch dem Freundeskreis und den vielen Menschen und Unterstützern, den vielen Unternehmen, die sich für Hippo Röhe in den letzten Jahren eingesetzt haben, es mit zum Wachsen gebracht haben, es stabilisiert haben, auch in der schwierigen sozusagen neue Situation, die in den letzten Jahren gut bewerkstelligt wurde. Und ich wünsche Ihnen allen zusammen einen schönen Jubiläumstag. Feiern Sie ausgelassen und herzliche Grüße auch aus dem Europäischen Parlament, Ihr Anne Lietz. Tschüss.